Ja, ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Benjamin Hilscher. Ich bin von der Produktionsagentur Star Publishing, wie Sie es vielleicht am Namen hören, aus Stuttgart. Ich referiere die nächsten 20 Minuten über das Thema Verantwortung übernehmen. Wie können wir Marketingkampagnen effizient und nachhaltig gestalten? Vielleicht kurz ein paar Worte zu uns, warum wir eigentlich heute hier stehen dürfen und können, was wir im Unternehmen bei uns eigentlich rund um die Nachhaltigkeit alles tun. Wir haben vor knapp 3 bis 4 Jahren ein Innovationsteam gegründet, Center of Competence, das sich letztendlich rund in unserem Unternehmen mit Prozessen rund um die Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir nehmen an der Klimainitiative 50x50 teil. Das heißt, wir wollen im Zuge von 3 Jahren unsere Klimaausstöße oder Energieausstöße um 50% reduzieren. Bedenke, wir sind ein produzierendes Unternehmen oder ein Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, das erschwert uns ungemein auch diese Ziele entsprechend zu erreichen, im Gegensatz jetzt zu einem Produktionsunternehmen. Weiterführend setzen wir regenerative Energien ein. Wir haben unsere Fahrzeugflotten entsprechend verschlankt und wir sind auch Mitglied im Media Mundo Beirat sowie auch Mitglied im Innovationszentrum für nachhaltige Printmedien, kurz INAP. Vielleicht einfach mal kurz dazu, was wir denn bei uns bei Star eigentlich so alles rund um die Nachhaltigkeit machen. Ich würde einfach mal zu Beginn mit einem kurzen Film starten. Nachhaltigkeit. 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 Ich weiß nicht mal, was das heißt, sorry. Ich habe keine Ahnung. Nachhaltigkeit. Müsste man sich erstmal überlegen. Nachhaltigkeit bedeutet, wenn man sich um irgendwas kümmert, zum Beispiel, oder? Voraussichtlich denken. Wenn man alles Haltung überlässt, was länger anhält. Trennen von PG und PS getrennt. Kolumbisch leben nach wie vor. Und man sollte jetzt ehrlich mal die lebenden Gedenken, die immer noch mehr Strafe. Ja, was versuchen manche. Oh, weißt du. Also ich bin lieber flexibel. Ja, das war eine Umfrage, die ist schon ein paar Jährchen her, aber ich denke, sie passt trotzdem noch, denn es widerspiegelt eigentlich die aktuelle Marktsituation. Wir betreuen unterschiedliche Kunden in unterschiedlichen Bereichen, Industriekunden, mittelklassischer Mittelstand, aber auch Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Genau diese Fragen, die wir letztendlich bei Kundengesprächen haben oder führen mit den Unternehmen, die werden uns tagtäglich mehr oder weniger gestellt. Und ja, das ist schon eigentlich erschreckend, dass man merkt, wie wenig der Markt eigentlich noch über die Thematik weiß. Was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Wie bezieht sich die Nachhaltigkeit auf die Medienproduktion? Was habe ich da für Möglichkeiten? Was kann ich dafür alles eigentlich tun? Und ja, diese Diskussionen fast schon führen wir eigentlich mit den Unternehmen tagtäglich. Wie sieht die Realität aus? Viele Unternehmen haben keine Nachhaltigkeitsstrategie, was eigentlich so das Wichtigste in dem Ganzen ist. Das heißt, Unternehmen wollen kommunizieren auf unterschiedliche Art und Weise, dass sie ein nachhaltiges Unternehmen sind, aber fassen sich eigentlich nicht an die eigene Nase, um erstmal zu schauen, was können wir denn intern besser machen. Viele unterschätzen die Komplexität. Viele denken einfach, die Marketingabteilung in einzelnen Projekten, anstatt man sich einfach mal in kleinen Projektteams zusammensetzt, wie ich den Daten etc. auch für andere Projekte weiterverwenden kann. Es gibt viele Beteiligte, komplexe Prozesse, Prozesse sind meistens nicht definiert. Es fehlt einfach an Transparenz und natürlich ganz wichtig, viele schauen immer auf den Wettbewerb und achten eigentlich gar nicht drauf, was denn die Wettbewerber machen und der Wettbewerb letztendlich schläft nicht und hat vielleicht die Sache einfach schon kapiert, was eigentlich Nachhaltigkeit für ein Unternehmen alles bedeuten kann. Unser Denkansatz letztendlich ist die Betrachtung der einzelnen Medienkanäle, die Marketingkampagnen als Ganzes zu betrachten und wirklich von der Idee
bis hin letztendlich zur Auslieferung, Logistik, das ganze Konzept zu gestalten, den Kunden entsprechend zu beraten über die komplette Wertschöpfungskette hinweg. Das Thema Internationalität spielt dabei eine große Rolle. Wir haben mit Unternehmen zu tun, einfach, die sind nicht nur am Deutschland am Markt unterwegs, sondern auch in anderen Ländern. Und da ist es relativ schwer auch mit dem Thema Labels. Wie kommuniziere ich, was kommuniziere ich und kommt es dann überhaupt in den einzelnen Ländern beim Verbraucher, wo auch immer, dann auch entsprechend an. Unser Ziel ist es letztendlich, eine langfristige und nachhaltige Kommunikation aufzubauen für Unternehmen und die auch dann über die gesamte Wertschöpfungskette zu begleiten. Welche Herausforderungen gilt es dabei letztendlich zu meistern? Letztendlich versuchen wir hier das Ganzheitliche zu sehen, also nicht nur die Printkampagnen, nicht nur irgendwelche Internetsachen, sondern wir versuchen den Kunden dahin zu beraten, dass er wirklich weiß, okay, macht jetzt für mich eine entsprechende Printkampagne Sinn, ist vielleicht es besser auf den Print zu verzichten oder die Lauflagen entsprechend zu reduzieren und vielleicht auf anderen Medienkanäle das entsprechend zu streuen. Also Ziel ist es hier komplett über alle Medienkanäle hinweg den Kunden entsprechend zu beraten. Wie gehen wir denn sowas an? Letztendlich beginnt so ein Projekt und die Anforderungen vom Kunden immer mit einer Art Orientierungsworkshop. Es wird erstmal die Gesamtbetrachtung des Unternehmens analysiert. Es wird abgesteckt, welche Bereiche denn jetzt eigentlich betroffen sind, auch in der Medienproduktion. Was gilt es abzugrenzen, Kommunikationsstrukturen etc. Wie kann ich meine AKVs definieren, das heißt, wer ist für das Projekt verantwortlich, was sind die Beteiligten, kommt diese Initiative von ganz oben, also vom Management her, dass da maßgebliche Entscheidungen getroffen werden, ist der Einkauf involviert, denn meistens scheitert es leider daran, dass die Einkäufer auch keine oder wenig Ahnung davon haben, was denn eigentlich zum Beispiel FSC-Papier ist, und sagen, andere Papiere sind vielleicht günstiger oder das sind unsere Hauspapiere, wir müssen das Papier einsetzen und so weiter. Und da versuchen wir Aufklärung zu schaffen, die Unternehmen entsprechend zu unterstützen und dann entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Der zweite Schritt ist letztendlich dann für den Kunden oder für das Projekt entsprechende Strategie aufzusetzen, die komplette Planung zu machen, auch immer unter Berücksichtigung der Unternehmensphilosophie, die gesamte Kampagnenplanung machen, also was ist die Zielgruppe, was für Rohstoffe setze ich ein, mit welcher Druckdienstleister produziert das Ganze und so weiter. Auswahl von qualifizierten Leistungspartnern etc. bis hin letztendlich zu dem ganzen Distributionsmanagement. Das alles sind solche Beratungsansätze und Konzeptionen, die wir dann individuell für die Kunden ausarbeiten. Wie sieht sowas denn im Gesamtprozess aus? Einfach mal kurz, die ersten zwei Punkte habe ich jetzt näher erklärt. Im Prinzip alle Beteiligten in dieser Prozesskette, Verantwortlichen, müssen wissen, um was es letztendlich geht, wie soll die Kampagne aussehen. Und da ist es letztendlich nicht nur so, dass wir mit Marketingverantwortlichen sprechen, sondern ganz wichtig auch mit den Einkäufern, mit denjenigen, die das ausführen, aber auch mit den Geschäftsführern etc., weil so eine Entscheidung, entsprechende Projekte durchzuführen, muss einfach von ganz oben kommen. Wenn da kein entsprechendes Standing da dahinter ist, dann scheitert es spätestens dann, wenn das Projekt wirklich dann konkret werden soll. Unsere Empfehlung, wir versuchen einfach die Kunden daran aufzufordern, einfach den Mut haben, ökologisch zu handeln, sich ihre eigene Strategie mal zu hinterfragen, ist denn das eigentlich richtig, was wir machen in unseren internen Prozessen, aber auch in der Produktion. Primär versuchen, Recyclingpapier einzusetzen, versuchen mit zertifizierten Lieferanten und Dienstleistern zusammenzuarbeiten, also ist auch eine unserer Aufgabe, entsprechende Leistungspartner für den Kunden und für das Produkt entsprechend zu suchen. Wir haben einen sehr, sehr großen Pool von entsprechenden Dienstleistern, die auch entsprechend zertifiziert sind, so wie nach dem klimaneutralen Druckprozess beispielsweise von Climate Partner.
Aber auch das ganz Wichtige ist die Zusammenarbeit mit Partnern und Netzwerken, dass man da entsprechende Standards entwickelt, so wie auch innerhalb des Media Mundo Beirats, dass man einfach auch den Kunden entsprechende Standards mitgeben kann, indem sie sich Informationen holen können, informieren können und das Ganze versuchen dann auch entsprechend transparent zu gestalten, dass jeder auch entsprechende Informationen über das Thema rund um die nachhaltige Medienproduktion auch zugänglich machen oder einem vorliegen. Zum Schluss möchte ich einfach auch nochmal auf einen kurzen Film eingehen, um auch nochmal einfach ein paar Gedanken anzuregen und dann nochmal auf die Abschlussfolie zu kommen. Sorry, hier findest du echt einen Viertelstunde da drum geguckt. Haben wir gleich gedacht, dass die Karte für die Stadt so groß ist? Ja, ich wollte auch einen kleinen nehmen, aber Conny ist direkt zum Start. Ja, ja, ja. Kann ein kleines Bier bekommen, ne? Außerdem ist der Wahnsinn, weil ich fahre jetzt den neuen 450er. Geil, oder? Was für eine Chance. Letzte Woche Hamburg, 1,5 Stunden, aber total entspannt. 240 auf der Autobahn, du hörst keinen Mucks. Du bist ja wie im ICE. Ja, wie im ICE, aber ich habe meine Ruhe. Das ist der Unterschied. Ja, was, du brauchst das Ding? Ja, egal, das habe ich eh nicht. Außerdem fährt deine Bahn ja auch nicht mit Ökostrom, oder? Mit dir müssen wir im Klappmann fahren. Nee, aber ich bin neulich mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das ging eigentlich total gut. Das würde ich mir jetzt auch mal machen. Die apropos Ökostrom, was du mir dann neulich empfohlen hast, ich habe mir das mal angeguckt, das ist ja viel teurer. Du, aber es gibt Anbieter, die sind richtig. Wenn es jetzt ehrlich kommt, dann hast du ja, ist klar, dein Strom kommt aus der Steckdose und kommt und stinkt. Nee, vielleicht hast du sogar recht. Aber deine Energiesparlampen machen beschissenes Licht. Ich meine, soll ich dann wird auch mal die heißen super lecker. Ich meine, die können ja gar nicht anders als biologisch. Komm ja doch, so wie es da ist gemacht. Stimmt wirklich, schmeckt gut. Aber der hat die richtig gemacht, aus Argentinien. Ja, aber für gutes Essen fahre ich doch nicht extra in die Walachei. Das gibt's ja alles hier bei uns im Supermarkt super günstig. Das ganze Bio-Zeug aus der ganzen Welt. Okay. Wir müssen jetzt mal los, der Film fängt ja. Kann man zahlen? Nein. Sag mal, wollen wir zusammenfahren? Wir parken mal nicht. Wieso haben wir da kein Parkhaus beim Kino? So, die Herren wollten zahlen. Also, Sie hatten Flüge nach Namibia und Mallorca für über 2.000 Gramm CO2 mit das Ausstellen in der Wüste. Ja, berechne ich immer 15.000 Flaschen Wasser war jetzt auch nur für einen Tag. 3 Autos pro Jahr sind 6 Tonnen CO2. Achso, Klimaanlage? Geht aufs Haus. Der Fleischkonsum pro Jahr 1,8 Tonnen CO2 und natürlich die nicht vorhandenen Energiesparlampen. Das wären nochmal eine Tonne drauf. Sind wir bei Runden 26 Tonnen CO2. Wer zahlt die Rechnung? Mona Wehmer, die Kollegen da drüben. Also, ciao. Al Gore, eine unbequeme Wahrheit. Ich denke, der Film lädt zum Nachdenken ein, oder hoffe ich doch zumindest. Ja, es ist eigentlich so eine Situation, man hat in
in den Unternehmen unterschiedliche Positionen. Der eine ist dafür, diesen Weg zu gehen, andere sind dagegen, diesen Weg zu gehen. Wir versuchen letztendlich zu vermitteln, entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten, damit dann nachhaltige Projekte letztendlich dann auch weitergeführt werden können. Vielleicht für Sie noch zum Schluss einfach mal auf den Weg für Sie zum Nachdenken, was ist eigentlich mein eigenes Engagement in diesem Bereich? Betrachte ich eigentlich meine Projekte oder Prozesse ganzheitlich? Wie kann ich denn meine eigene Marke letztendlich positionieren? Tue ich schon was für den Klimaschutz, indem ich in Klimaschutzprojekte mich engagiere? Oder was habe ich als Unternehmen einfach für Möglichkeiten, auch einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen, um sich wirklich für dieses Thema auch entsprechend zu engagieren? Ja, ich wünsche Ihnen allen noch viel Spaß auf der Drupa, später eine angenehme Heimreise und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.